herzlich willkommen zur Preisverleihung des 33. Filmfestival Max-Ophüls-Preis. Traditionell steht die saarländische Landeshauptstadt zu Beginn des Jahres Kopf. Eines der wichtigsten Nachwuchsfilmfestivals hält zum 33. Mal Einzug in die Saarbrücker Kinos und beweist auch in diesem Jahr seinen Stellenwert in der Medienlandschaft. Also für die Medienlandschaft bedeutet das eine ganz hervorragende Werbung bundesweit. Und im ganzen deutschsprachigen Raum, also auch Österreich-Schweiz, ist das Max-Ophüls-Preis-Festival bekannt und sehr angesehen. Und für die Saarland Medien GmbH als einen der großen Sponsoren dieses Festes bedeutet es natürlich auch eine schöne Sache, wenn man so ein erfolgreiches Festival unterstützen kann. Also wir sind dankbar, dass Saarland Medien uns so fördert. Es gibt also eine Unterstützung von Seiten Saarland Medien und das passt ja sehr gut zusammen. Saarland Medien als Filmförderung und wir als Filmfestival sind enge Partner. Wir machen eine ganze Menge für Max-Ophüls-Preis. Wir machen einmal eine direkte Förderung, also geben direkt Geld für dieses Festival. Zum Zweiten haben wir ja den Dokumentarfilmpreis gesponsert und sponsern ihn noch in Höhe von 7.500 Euro Preisgeld. Dann machen wir einen Empfang am Freitag, also vor der Preisverleihung, am Tag zuvor in der Wandelhalle an der Basilika St. Johann. Dann machen wir außerdem auch noch einmal im Jahr, und zwar dieses Mal zum 10. Mal in der Berlinale-Woche in Berlin, einen großen Empfang für die Gewinner des Max-Ophüls-Festivals. Ich muss natürlich nur sagen, es ist wirklich toll, jetzt in diesem Zusammenhang ein Meister der Herzen zu sein. Es waren so circa 1000 Filme und ungefähr zwischen 150 und 160 Filme zeigen wir in diesem Jahr. Von der Saarland Medien GmbH auch in diesem Jahr veranstaltet, der Empfang in der Saarbrücker Wandelhalle für das Who is Who des deutschen Nachwuchsfilms und allen, die ein wenig das Flair der Filmbranche erleben möchten. Mit dabei auch Filmproduzenten, die bereits mit der Saarland Medien GmbH erfolgreich zusammengearbeitet haben. Also die Zusammenarbeit mit Saarland Medien empfinde ich als sehr positiv und konstruktiv. Sie bringen auch einfach das Thema Film, Medien, aber gerade auch Film, saarländische Produktion in die Öffentlichkeit. Also sie machen sie zum Thema und das ist eben neben der Geldförderung ein ganz besonderer Wert auch. 50.000 Euro stehen insgesamt als Unterstützung zur Verfügung. Der Weg zur Förderung eines Filmprojektes ist dabei kein großes Hindernis. Also die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, da gibt es eigentlich zwei. Bei unserer jährlichen Ausschreibung ist uns wichtig, dass das Projekt einen Saarlandbezug hat. Das kann entweder dadurch sein, dass zum Beispiel die Produktionsfirma oder der Produzent einen Sitz im Saarland hat oder dass sich das Thema eben mit dem Saarland befasst in irgendeiner Weise. Wir wollen dadurch natürlich gewährleisten, dass im Saarland auch ein Effekt entsteht, dass also das Geld, was wir im Prinzip in den Film investieren, auch in irgendeiner Form wieder im Saarland bleibt und hier für Beschäftigung sorgt. Ein weiterer Programmpunkt, die mittlerweile traditionelle Location-Tour mit Interessierten und Filmschaffenden zu spannenden Drehorten im Saarland. Die Produktionsleitung hat ja immer das Problem, vor Ort bei den Dreharbeiten das geeignete Team zu finden, geeignete Location zu finden, das Equipment zu finden. Und da ich mich hier spezialisiert habe auf militärische und militärfahrzeugtechnische Beratung und den Verleih, ist das für mich auch eine gute Möglichkeit, mich und meine Dienstleistungen hier präsent zu machen.
Die Tourteilnehmer sind teilweise überrascht über Möglichkeiten und Angebote, die hier im schönsten Bundesland zu finden sind. Bei der Tour hat sich jetzt auch erfreulicherweise herausgestellt, dass es 2, 3 ernsthafte Interessenten für Projekte gibt, die sich zum einen für die Völklinger Hütte bzw. auch für militärisches Equipment von Patrick Stoll interessieren. Und vielleicht haben wir mit der Tour da auch ein bisschen dazu beigetragen, die Location und den Dienstleister zu bewerben und so eine Filmproduktion möglich zu machen, Kontakte zu knüpfen, und das ist ja das A und O im Filmbereich. Die Saarland Medien GmbH unterstützt das Festival mit 30.000 Euro und fördert zusätzlich die Kategorie des Dokumentarfilms mit 7.500 Euro. Wir kommen zum Dokumentarfilmpreis. Der Preis ist dotiert mit 7.500 Euro und wird zur Verfügung gestellt von Saarland Medien GmbH. Und da begrüße ich den Geschäftsführer der Saarland Medien GmbH, Herrn Gerd Bauer. Herzlich willkommen. Ja, im Wettbewerb waren 12 Filme und auch da schauen wir uns aus. Büchele ist ein kleiner Teil, aber ein Teil einer weiteren Politik, die uns hoffentlich hilft, das Klima wirklich erfolgreich zu bekämpfen. I love to hide. For me hiding, always been the best. Als zweiten Traum träumte ich, dass ich Wolferl Mozart auf meinem Gesicht sitzen hatte und ich roch Wolferls Arsch. For translation purposes. About my offense, it's humiliation. Woher kommt meine verdammte Raserei? Ich versuche doch ständig effizient zu sein und Zeit zu sparen. Mein Rechner, mein iPhone und meine Highspeed-Internetverbindung sollten mir eigentlich dabei helfen. Doch irgendwie habe ich nicht mehr, sondern immer weniger Zeit. Aha, ich möchte jetzt aber in der Flasche das gerne sehen, Herr Jent. Jetzt sind Sie gefordert. Sie sind grausig zu mir. Ich bin ganz hartnäckig mit Ihnen hier. They wanted the children of dead SS officers. The better chance they had to survive as a white nation on a black continent. Der Dokumentarfilmpreis 2012 geht an den Film Der Papst ist kein Jeansboy von Soros Svobodný. Eine Senate Rye, eine kleine Rye Schachtel, eine kleine Rye Schachtel finden. Wo ist denn die kleine Rye Schachtel? Wo ist die kleine Rye Schachtel? Keiner verlässt den Raum, keiner verlässt den Raum. Keiner verlässt den Raum. Wo ist die kleine Rye Schachtel? Wo ist die kleine Rye Schachtel? Ein Dutzend Twitties twitterten aus, dass jeden Samstag um 22.45 Uhr Fettbergs nette Light Show auf TM1 wiederholt wird. Das Spitzfindige an mir, ich habe nur Haupt- bzw. Handelsschule. Und nun werde ich besachwaltet und lebe wie Gott in Frankreich. Alle fürchten, zu mir zu kommen. Verbringe ich also nun den Rest in Vollisolation? Ich gebe zu, ich bin überrascht, verwundert, aber umso erfreuter. Ich möchte natürlich ganz herzlich meinem Protagonisten, Hermes Wettberg, danken, der leider nicht hier sein kann. Aber ich soll Sie von ihm ganz herzlich grüßen. Er liebt euch alle, vor allem die Buben.
Ich möchte mich auch bei meiner Cutterin Stephanie Kosik bedanken, weil ohne sie dieser Film so nicht entstanden wäre. Und geile Jury, danke. Wir glauben, dass wir im Saarland und in unserer Großregion eher auch Dokumentarfilm, also als Filmemacher vorhanden sind. Und wir deswegen davon ausgehen, dass es auch ein Ansporn ist für diese vorhandenen Filmemacher, Dokumentarfilme zu machen. Also mal abgesehen davon, dass wohl ein Besucherrekord zu verzeichnen ist oder jedenfalls ein besonders hoher Besucherandrang da war, glaube ich, war das Max-Uffels-Festival dieses Mal wieder ein durchaus bemerkenswertes Highlight, nicht nur im Saarland und für das Saarland, sondern in der bundesdeutschen Filmszene überhaupt. Vor allen Dingen eben im Blick auf die Nachwuchsfilmemacher im ganzen deutschsprachigen Raum.